Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ja, ihr Lieben, wir sind den Täter auf der Spur. Unsere Vermutung ist, dass der junge Mann da hinten, wie heißt er? Schalz? Ich glaube, dass er heißt Schalz oder auch nicht. Der Täter ist, aber ich möchte noch. es tut mir leid, mein Hals springt, ich war verrückt. Moment. So, da bin ich wieder. Den jungen Mann, den wir hier in der letzten Folge besprochen haben, den möchte ich nochmal uns anhören. Wir hören ihn an. Was? Ach Gott. Genau, den wollen wir uns anhören. Da werden wir auch gleich hinflitzen. Und da müssen wir hin. Wir haben ja eigentlich den großen Verdacht, dass er es sein kann. Aber ich will ihn noch nicht beschuldigen. Wir bequatschen das erstmal mit dem anderen jungen Mann. So, wir sind da. Ich muss mal kurz gucken, was für eine Adresse er uns ergeben hat. Ich kann nicht mehr reden. 8. Die 4. Müsste dann vielleicht die hier sein? Wir gucken einfach mal. Und kann nicht an die Tür. Ja, sorry. Ach nee, hier müssen wir hin, oder? Gumball Row. Ich verlaufe mich in diesen Straßen. Ach, Gießerei. Haben wir hier irgendwo eine Gießerei? Ich bin irgendwie. Warte mal, wo bin ich hier eigentlich? Ach, verdammt, falsch. Ach, hier sind wir nicht mit dem Kutscher hierher gefahren? Ich bin leicht verwirrt. Können wir denn nicht auf der Karte genauer gucken, wo. Gut, wir schauen uns einfach mal hier oben. Vielleicht finden wir die Straße noch. Hallo. Hätten Sie... Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Gehen Sie da lang. Wow, danke. Ja, gehen Sie da lang. Der junge Mann schläft, alles klar. Ja, denen geht's gut. Gehen Sie da lang, ich gehe hier lang. Könnte sein, dass wir hier lang gehen müssen. Ich gehe mal hier lang. Dann haben wir hier ein... Hallo. Ah, da haben wir sie. Oder die Hoop Street, oder? So eine Gießerei Nummer 8. 3. Holla. Da haben wir sie doch. Da haben wir den Namen dran. Einfach reingeplatzt. Und wetten, er lebt nicht mehr. Pferd von Pedro Alvarado. Das war ein Conquistador, glaube ich. Schön, dass du es glaubst. Was haben wir denn hier? Frische Kratzer. Hier standen zwei große Kisten. Servus. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ja, er ist in seinem Büro. Ich
Die Tür neben der Frauenstatue, dort in der Ecke der Werkstatt. Alles klar, danke dir. Natürlich schauen wir uns aber hier erstmal um, dass wir eine Frau darstellen. Ach, das ist okay. So, servus. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Wie unhöflich. Gut, ich glaube, wir haben soweit hier alles erkundet. Was ist das? Hier wurde etwas Großes und Schweres bewegt. Na, bei diesen Statuen? Offenbar hat Mali mehrere Statuen von Tekun Uman gebaut. Mr. Holmes, verzeihen Sie, dass ich so abrupt wegging. War kein sicherer Ort zum Reden. Hier ist es sicher? Ja, besser hier, nicht im Büro. Meine Gießerei ist gut geschützt. Ah, beruhigend. Mhm. Analyse. Erst nachlässig. Was haben wir denn hier? Schutzamulett. Er hat Angst vor dem Fluch. Okay. Ölgeruch. Ist blind. Nötig für Feinarbeiten. Ich glaube nicht, dass er kurzsichtig ist. Kompliziert oder mit grob? Eigentlich mit grob. Ist das jetzt richtig? Bernhard Mali ist noch nicht ganz 45 Jahre alt. Er besitzt eine Gießerei und ist Mitglied des Archäologieclubs. Er ist nachlässig und lebt hoch. Wahrscheinlich alleine. Höchstwahrscheinlich. Mali ist ein abergläubischer Mensch. Was an den Schutzamulett zu erkennen ist, die er trägt. Pardon. Es ist offensichtlich, dass er viel Zeit am Schreibtisch verbringt und mit scharfen Gegenständen und Schmierölen arbeitet. Seine Arbeit erfordert eine hohe Konzentration. Er benötigt seine Brille für Feinarbeiten. Kannten Sie das Opfer, Zacharias Greystoke? Ja, er war ein guter Freund. So ein gutes Karma. Bis gestern. Kennen Sie den kränklichen Mann da auf diesem Bild? Bei Jupiter. Orbit. Ja, das ist er. Der Arme fand in Guatemala den Tod. Eine schreckliche Krankheit machte ihm den Garaus. Waren Sie Freunde? Nein, aber er war ein aktives Mitglied und ein tapferer Mann. Zu tapfer. Man kann nicht gegen die Götter der Kitsche kämpfen. Und die Expedition? Sie suchten einen Maya-Tempel? Ja, den Tempel von Tekun Uman. Eine von Charles vielen dummen Ideen. Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft hielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Es war Tekun Umans Wirken. Wir alle spürten das. Orbits Zustand verschlechterte sich urplötzlich. Wir konnten nichts tun. Und jetzt, mit Zacharias Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren. Prophezeiungen sind zeitlos, auch im Jenseits. Es gibt kein Entkommen. Glaubt der Greystoke an die Prophezeiung? Das ist keine Frage des Glaubens, verstehen Sie nicht? Zacharias meinte, dass wir den Fluch mit Hilfe des Kalenders stoppen könnten. Welch Irrsinn. Er hatte mir eine Nachricht geschickt. Er wollte mit mir zum Club und Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Aber sie gingen nicht. Ich wusste, dass Charles nicht einlenken würde. Aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tekun Uman ist viel zu mächtig. Ihr Verhältnis zu Charles Yellingham ist... nicht gut. Wir sind keine Freunde.
Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert ist auf seine Möchtegern-Karriere in der Politik. Er hat politische Ambitionen. Das ist noch untertrieben. Er will unbedingt ins House of Lords und versucht, durch den Club dorthin zu gelangen. Was auch der Grund für seine Management-Misserfolge ist. Und doch kann er immer Geld auftreiben, wie auch immer. Mhm. Was sagen Sie dazu, dass die Statue verschwunden ist? Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Er hat die Statue hergestellt. Aber Sie sind doch der Erbauer der Statue. Stimmt. Aber das war vor 10 Jahren. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Kann ich das nicht. Immerhin ist das die Statue, die für den Mord verantwortlich ist. Nein, es ist Tekuno Man. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand. Ich muss nun los, noch Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekuno Man. Leben Sie wohl. Ich habe das Gefühl, dass die Statue da bei ihm ist. Tempel wurde nicht betreten. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir fragen mal die jungen Männer hier. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Aber der Amos schien ja sehr nett zu sein. Hust. Gut, hier können wir nichts machen. Ein Ofen zum Metallschmelzen. Er will die Statue verschwinden lassen. Er hat was damit zu tun. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Gut, sehr freundlich. Ich glaube, dann können wir hier rein gar nichts mehr machen. Dann gehen wir mal kurz auf die Straße. Vielleicht können wir da irgendwas erforschen. Gut, Bild und Ton. Stimmt gerade nicht überein. Kann ich was von dir erfahren? Nee, ne? Bin irgendwie... konnte ich eigentlich nochmal an seine Tür klopfen? Da war ich ein bisschen jetzt zu schnell draußen, glaube ich. Offenbar. Okay. Offenbar komme ich da jetzt gerade nicht rein. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir zum Clubhaus gehen müssen. Oder... Ich gehe nochmal zum Clubhaus. Nämlich irgendwas ist mit ihm nicht ganz koscher. Hier fehlt eindeutig, glaube ich, noch was. Und die Mission haben wir noch nicht erfüllt mit Bernard Marley. Servus. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ja, ja. So, Jungs, könnt ihr mir helfen? Nipp. Dann gehe ich mal mit ihm nochmal quatschen. Hallo. Ein Mord. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf.
gut. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Können wir hier irgendwas machen? Aber ich glaube, wir sind hier komplett durch im Clubhaus. Dann bleibt noch Scotland Yard, wo wir nochmal kurz gucken können. Und vielleicht bei mir im Bücherregal. So, ich würde sagen, dann fahren wir erstmal zu mir hin. Vielleicht können wir da irgendwas herausfinden. In meinem schlauen Regal der Bücher. Okay, die Fahrt dauert wieder ein bisschen länger. Lade bitte. Sehr freundlich, danke. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas... Kind, räum dein Zimmer auf. Habe ich ihr das nicht verboten, dass sie... Gut, dann bleibt er wirklich nur noch... Scotland Yard. Was soll ich denn da herausfinden? Oder vielleicht haben wir die Lösung und ich mache umsonst solche Wege. Aber dann würde mir ja das Ding wirklich nicht anzeigen, dass wir da noch mehr herausfinden müssen. Über Bernard und Marley. Schauen wir uns mal hier bei Scotland Yard um. Hallo. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Na, das freut mich ja. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Na, das freut mich ja. Ich glaube, hier können wir nichts mehr machen, ne? So, Lestrade. Im Moment gibt es keinen Grund, Lestrade zu stören. Okay. Okay, hier können wir zur Leichenhalle runter. Ich bin leicht verwirrt. Aber nur etwas, Leute. So ein bisschen minimalmäßig. Wir müssen da irgendwas herausfinden. Jetzt fahre ich schon wieder dahin. Oder habe ich die Fakten schon? Aber warum habe ich denn jetzt das mit den mit Marley? Irgendwas stimmt hier nicht. Oder ich denke wieder zu kompliziert. Das kann auch sein. Hallo. Keaton Street. Ja, ja. Hallo. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Gehen Sie da lang. Oder muss ich den Jungen auf ihn anheuern? Könnte ja vielleicht auch sein, ne? Hallo. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Keine Ahnung. Guck
keine Ahnung. Ich hab die dritten. Gut. Ich glaube, hier können wir... Hallo. Gar nichts mehr rausfinden. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Hätte es sein können, Kollege. Oh, guck mal. Ein Bild von Tikkun Umang. Ah. Keine Oxidation. Dieser Metallarm war nie im Freien. Er gehört nicht zur Statue vom Bowls Club. Aha, wir müssen das einzelne Tier durch... Aha, okay. Hätte das sein können? Das ist ein recht moderner Mechanismus. Alle Teile sind von hoher Qualität. Seltsam, so etwas in einer Gießerei zu finden. Mhm. Zwei große Kisten, die in der Werkstatt standen. Sie wurden ins Büro von Bernard Marley gebracht. Die Kisten könnten vielleicht Teile der Statue von Tikkun Umang enthalten haben. Marley verbirgt etwas in seinem Büro. Endlich. Ich sollte heute Nacht einmal vorbeischauen. Zusammen mit Watson. Sehr schön. Dann haben wir das ja. Sag doch, der hat Dreck am Stecken, der junge Mann. Gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben, fahre ich erstmal nach Hause. Ich glaube, ich fahre erstmal nach Hause, ne? Wenn das so sein sollte, fahre ich, wie gesagt, erstmal nach Hause, weil wir das ja nachts machen müssen. Kann ich irgendwas herleiten? Nein, kann ich nicht. Ich muss erstmal ins Büro von ihm. Und natürlich fahren wir wieder. Fahren wir sehr lange. Was war das denn? Vielleicht haben ja beide was damit zu tun. Das könnte auch sein. Ladebildschirm, kannst du... Sind wir schon da? Sind wir jetzt schon da? Ich glaube, wir sind immer noch nicht da. Sie ist bei Miss Alice und spielt Klavier. Sie hat mir nicht gehorcht. Nun, Holmes, ich wollte... Oh, sehen Sie. Der Postbote hat versehentlich einen Brief an Miss Alice hier abgeliefert. Ah, er hat 221b und 221c verwechselt. Hier, damit, aber... Watson. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir quatschen gleich mit Holmes. Watson, ey, was ist heute mit mir los? Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.